Hey, what's the idea of spoiling the game? I was for onesies. Well, here's twosies. Oh, oh! Ja, seid mir gegrüßt. Willkommen zurück zu einer kleinen Man on the Mission Episode. Heute geht's um Hanse. Und heute geht's auch weniger um die Mission, weil ich habe es früher eigentlich ziemlich oft gespielt und bin auch relativ oft durchgekommen. Aber ich habe mir heute mal die Aufgabe gestellt, das Ganze in einer Art ja, Speedrun, wenn man so will, zu machen. Und es gibt da so ein paar Sachen, die also eben funktionieren müssen. So in den ersten Jahren sollte man vielleicht nicht gerade nur tobende See haben und solche Dinge. Die Ereignisse sind jetzt nicht so entscheidend. Natürlich, wenn man positive Ereignisse hat in den ersten 1, 2, 3 Jahren, ist natürlich super. Ansonsten, wenn es zu negativ ist, dann wird es dann auch nichts werden. Ja, die Aufgabe, Speedrun, wie auch immer man es jetzt nennen will, mal so eine kleine Anleitung, wie man eigentlich gut durchkommen kann. Und ihr seht das also hier nochmal. Ich habe hier die C64-Version. Ich habe auch die Amiga-Version, aber die C64-Version, ja, hatte ich gerade eingescannt. Habe ich das halt genommen. Sonst hätte ich hier die Amiga-Version gezeigt. Wir spielen aber die Amiga-Version. Und würde sagen, da gibt es auch jetzt gar nicht viel zu reden. Legen wir also gleich los. Ich habe hier noch so eine kleine Hintergrundmusik am Laufen, weil das Spiel ja selber gar keinen Sound bietet. Ist vielleicht für die Atmosphäre nicht so schlecht. Und ich würde sagen, an der Stelle können wir hier die Box ausblenden. Wir können schon mal hier starten und dann umschalten. Und dann geht's hier, das wollte ich nicht, geht's hier auch los. So, ja, wir kein Spiel, also neues Spiel. Ich bin der Andi, ich bin männlich und da geht's dann auch gleich los. Der Bürger Andi, ja, da sind wir, das Privileg, in die Handelsrolle eingetragen zu werden. Schön. Familienwappen kann man auch auswählen. Nehmen wir einfach das und dann geht's los. Ja, erstes Jahr. Ihr seht es, ruhige See, 96 Wolle. Das ist natürlich immer wichtig. Wir haben ja Kontore in Lübeck und Ystad. Das wollen wir jetzt gleich ändern. Wir gehen mal hier auf Handel. Genau. Wir haben am Anfang 200 Salz und haben eben die Wolle. Die werden wir jetzt auch gleich verkaufen. Preis ist 13. Ja, ist ja jetzt nicht so ausschlaggebend. Ansonsten machen wir hier nichts. Schiffe. So. Takelage, das passt alles. Gehen wir erstmal Kontor. Und werden also jetzt hier am Anfang das gleich ein bisschen anders machen. Ich werde mich mit dem Geld hier den Speicher in Ystad verkaufen. Und werden mir gleich am Anfang ein Kontor in Bergen eröffnen. Mag jetzt ein bisschen komisch klingen, ist aber so. Brauchen wir gleich noch einen Speicher. Und senden unser Schiff nach Bergen. So, jetzt haben wir kein Geld mehr, aber egal. Ein Wechselgeschäft, 3000 Mark. Das ist natürlich gut, hilft uns hier beim Start. Und wir hatten stürmische See. Gut, ist nicht so entscheidend. Wir haben aber ein bisschen Geld. Verkaufen natürlich die Pelze. Ich verkaufe eigentlich immer alles. Gucke ich gar nicht so auf den Preis. Bei Salz, da kann man ein bisschen auf den Preis schauen. Kaufen wir mal 300. Geben dann ein Schiff in Auftrag. Reparieren. Na, mal jetzt noch nicht. Kontor. So, Schiffe senden. Wir haben ja ein Schiff, das ja, speichert dies. Ja, der ist ja relativ teuer dann in Bergen. Kann man es jetzt nicht leisten. Lübeck auch nicht. Kanonen kaufe ich jetzt auch keine. Also Schiffe senden. Eins nach Bergen. So, raus. Und dann Handel.
Sind wir eigentlich fertig? Können wir rausgehen? Wollen Sie eine wohlhabende Familie einheiraten? Ja klar. Nehmen wir mit. Bis dass der Tod euch scheidet. Ja. Ihr Kapital steigt um 6.749. Das nehmen wir natürlich mit. Passt. Und wir hatten Stille See mit Pelze 243. Ja, wenn im zweiten Jahr die Heirat kommt, ist natürlich super. Hier verkaufen wir alles. Haben wir schon mal ordentlich Geld. Und werden also hier Salz kaufen bei Preis 3. Ja, machen wir mal Lager hier voll. Und ein bisschen reparieren. Ich mache es dann halt immer auf 99. Wir geben wieder Schiffe in Auftrag. In dem Fall vielleicht mal 2. Genau. Und dann Kontor. Und dann schauen wir mal. Können wir vielleicht noch einen Speicher kaufen? In Lübeck vielleicht. Genau. So. In Bergen ist ja relativ teuer, ja. Das ja, ist ein bisschen blöd. Aber wir schicken nach Bergen 2 Schiffe. Sind wir fertig. Und sie haben einen Speicher in Lübeck geerbt. Ja, gut. Also da haben wir jetzt echt wirklich hier volles Glück. Wir verkaufen alles. Salz, Preis 3.800. Okay. Schiffe. Wir bauen wieder Schiffe. 4. Ja, ich baue mal. Was kosten die 1930? 1, 2. Mal 1 bauen. Können wir noch einen Speicher vielleicht kaufen? Neuer Speicher in Bergen. Einer bitte. So, Schiffe senden nach Bergen. 4. Und dann haben wir ja noch ein bisschen Geld. Machen wir fertig hier. Stille See. 841 Pelze. Das ist ja super. Gut. Warenverkauf. Alles. Salz können wir einkaufen. 100. Genau. Und dann geht's hier auch schon wieder raus. Schiffe sind beide noch eigentlich gut, aber ja, ich mache halt, wie gesagt, meistens auf 99 dann. Bauauftrag. Wir haben 5 und ich werde 3 bauen. Wir haben ja ein bisschen Geld. Schiffe senden. Komm, nein, Speicher bergen. Da können wir ruhig ja nochmal zuschlagen. Schiffe können wir alle senden. Weil Lübeck haben wir einen geerbt. Das heißt, einer ist quasi umsonst. Dann gehen wir raus. So, dem Händler Andi wird hiermit das Privileg zuteil, die Kaufleute-Kompanie aufgenommen zu werden. Zeichnet der Senat im Jahr 1360. Sehr schön. Stille See, Pelze. 1160, ist ja super. Alles verkaufen, jede Menge Kohle. Können wir noch Salz kaufen, immer noch relativ günstig. Kaufe ich mal 1000. Und Schiffe, ja, war ja Stille See. Ist ja prima, kaufen wir gleich nochmal 2 Schiffe. Dann haben wir dann 10. Speicher. Kaufen in Bergen ein, also macht ja immer 5 Speicher dann insgesamt. Machen wir hier mal beide 4 und ich schicke nach Bergen 8 Schiffe. Und dann ist vorbei. König Waldemar belagert Ystad. Ja, kann er ja ruhig. Ich habe ja nichts nach Ystad geschickt. Dem Kaufmann an, die wird hiermit das Privileg zuteil, in die Kaufmannsgilde aufgenommen zu werden. Sehr schön. Gleich ein Jahr später.
Ruhige See. Mein Gott. Läuft ja hier wie geschnitten Brot. Alles verkaufen. Salz. Ja, immer noch ein Preis von 3. Können wir hier nochmal ein bisschen kaufen. Machen wir mal auf 2000. Und Schiffe. Das passt soweit. Bauauftrag können wir momentan 4630. Ja, 2. Okay. So. Speicher in Bergen. Kaufen wir ein. Und in Lübeck auch ein. Dann können wir hier, jetzt haben wir 10 Schiffe. Können wir nochmal ein Konto eröffnen? Tönsberg. Und dann kaufen wir in Tönsberg dann auch direkt Speicher. Naja, also einen können wir auf jeden Fall mal kaufen. Genau. So, raus. Beenden. Der dänische König greift ihr Konto in Ystad mit 12 Schiffen an. Sowas. Okay. Das ist immer so ein bisschen, ja, würde ich sagen. Da muss man einfach warten. Später bei der Amiga-Version kann man ja zumindest seine Kanonen dann auch noch justieren und sowas. Aber die Schlacht ist doch relativ, naja, also eher, ja, so rudimentär hier. Das ist jetzt nicht so dolle. Aber ja gut, in Ystad haben wir jetzt sowieso nichts. Das ist dann auch egal. Ich hatte ja den Speicher verkauft. Da kann er also jetzt ruhig angreifen, wie er lustig ist. Das ist dann auch gleich rum hier. König Waldemar, ja, 0 Schiffe, 000, ja, hat er nichts gemacht, wir haben nichts verloren, prima. Dem Großkaufmann an, mit dem wir das Privileg zuteil, in die große Gilde eingelassen zu werden. Senat 1362. Ja, sehr gut. Ja, wir haben. Ich hab's geschickt. Eieieiei. Na gut, Handel. Kann man nichts machen. Schiffe. Ja, brauchen wir auch nicht. Kontor. Schiffe senden nach Bergen 10 und dann schicken wir nach Tönsberg 2. Geld ist jetzt dann auch nicht ganz so viel mehr. Schreibe veruntreute 1313 Mark. Ja, will ich. Sie waren erfolgreich. Den Prozess geführt. Okay. Den Patrizier Andi wird immer das Privileg zuteil, in den Club der Reichen eingeladen zu werden. Bezeichnet der Senat 1363. Ja, läuft gut, ne? Ja. Pelze, Stürmische See. Okay. Ist uns aber egal. Wir verkaufen alles. Und Salzpreis ist mittlerweile 8. Okay. Gut, wir haben jetzt aber schon 12 Schiffe. Das heißt, ich brauche mindestens mal 1200. Aber ja, letzten Endes ist es auch egal. Machen wir mal auf 2000. So. Okay, Schiffe. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen reparieren. Da ist ja bestimmt was kaputt gegangen. Machen wir hier 16% und 11%. So. Kontor. Schiffe senden, Bergen 10. Also ich schicke dann meistens maximal 10 Schiffe immer, wenn ich die Kontore ausgebaut habe. Noch ein bisschen Geld über. Runde beenden. Ihnen wird ein Schmuggelgeschäft angeboten. Nee, das mache ich nicht. Das ist meistens nicht gut. Bewegte See. Wir verkaufen alles. Jetzt haben wir wieder ordentlich Geld. Salzpreis ist jetzt auch ein bisschen gefallen. Kaufen wir mal 1200.
Und schauen wir mal die Schiffe. Takelage müssen wir ein bisschen reparieren. 10 und 6. Können wir nochmal einen Bauauftrag geben für die Tönsberg-Route. So, Kontor, Schiffe senden, Bergen 10 und Tönsberg 2. Und dann können wir in Tönsberg nochmal einen Speicher kaufen. So, und dann gehen wir da raus. Was passiert? Dem Bruder Andi wird hiermit das Privileg zuteil, in die Georgenbruderschaft eingeführt zu werden. Der Senat 1365, ja, sehr schön, würde ich sagen. Läuft. Wir hatten ruhige See. Auch gut. Handel, Warenverkauf, alles. Ja, Salzpreis ist auf 3, das ist ja super. Da können wir hier da hätten wir für 2 Lieferungen. Okay, trimmen wir mal kurz. Rumpf ausbessern. Dann geben wir noch einen Bauauftrag. Das ist jetzt dann gar nicht mehr so entscheidend. Bergen, Schiffe senden 10. Tönsberg 3. Und Speicher, Tönsberg 1, 2, ja, 2. Gut, dann haben wir Tönsberg 4, das passt also. Gehen wir raus, keine Ereignisse. Und dem Junker Andi wird hiermit das Privileg zuteil, in die Junker-Gesellschaft aufgenommen zu werden. 1366. Dauert normalerweise erheblich länger, aber wir haben ja hier, dadurch, dass wir halt direkt mit Pelzen angefangen haben, eigentlich auch eine ganz gute Einnahmequelle. So, Salz kaufen wir bei 4. Machen wir mal ein bisschen mehr. Immer so das Doppelte. Schiffe, da können wir trimmen. 9. Rumpf. Teilen und Schiffe senden, Bergen 10, Tönsberg 4, passt, und kaufen in Tönsberg noch den Speicher, und dann sind wir eigentlich durch. Landkanonen, naja gut, man könnte die jetzt kaufen. Mache ich jetzt aber erstmal nicht. Einschreiber veruntreute 4739 Mark. Ja, sie hatten Pech. Na gut. Was will man machen? Man kann nicht immer Glück haben. Dem Diplomat Andi wird hiermit das Privileg zuteil, in die Gewandschneidergilde eingeladen zu werden. Senat 1367. Ja, geht also schon aufs Ende zu. Ruhige See. Gut, hatten wir jetzt auch ziemlich oft, glaube ich, hier in dem Run. Alles verkaufen, Salzeinkauf, da wenn wir jetzt hier auf 3000 gehen, Schiffe wieder auf 99, 3, genau, Bauauftrag 1, Schiffe senden, Bergen 10, Tönsberg 5, Kohle ist vorhanden. Läuft. Mit den Kanonen, aber irgendwo. Man braucht es eigentlich nicht. König Waldemar, der belagert Ystad. Das hatten wir ja schon mal. Dem Schaffer Andi wird hiermit das Privileg zuteil, in die Zirkelgesellschaft eingeführt zu werden. Senat 1368. Das ist ja toll. So, bewegte See. Tran und Pelze. Tran bringt gut Geld.
Deshalb habe ich es genommen. Hat eigentlich immer einen ganz guten Preis soweit. 3000. Kurz hier Takelage trimmen, Rumpf ausbessern. Und Bauauftrag, ja, 1. Warum nicht? Und, Schiffe senden, bergen. 10. Tönsberg, 6. Und fertig. Jens beim Kurfürsten. Da ist er verstimmt. Was? Dem Ratsherr Andi wird hier mal das Privileg zuteil, in den Rat berufen zu werden. Der Senat, 1369. So. 1370. Ja, ruhige See. Alles. 17 Schiffe. Tausend. Okay. Takelage 6. Bauauftrag 1, 5, 3. Und dann sind wir wieder raus. Kontor. Schiffe senden, bergen 10. Tönsberg 7. Wir sind schon wieder raus. Ein Speicher ist in Lübeck abgebrannt. Na sowas. Naja, einen haben wir geschenkt bekommen am Anfang. Ja. Dem Senator Andi wird hiermit das Privileg zuteil, in den Senat berufen zu werden. Der Senat, 1370. Ja, das ist doch toll. Senator. Naja. Gut, 71. Tobende See. Das war jetzt nicht so gut. Warenverkauf, alles. Salz können wir einkaufen. 1700. Schiffe. Oh ja, die haben jetzt ein bisschen Schaden genommen. Takelage 15. Rumpf 12. Bauauftrag. 1. Und Tor. Speicher in Lübeck. Da ist er einfach abgebrannt. Schiffe senden, bergen 10. Tönsberg 8. Raus. Geben Sie ein Wohltätigkeitsfest. Ja, klar. Kosten 2418. Und wir sind Bürgermeister. Ja, zum Bürgermeister wird ernannt Andi. Lübeck, ja, Komma, was auch immer. Das war also schon Hanse. Ja, was soll ich sagen? Ging schnell. Wie gesagt, es gibt so ein paar Sachen, muss man eben beachten, dass man sich da nicht verzettelt. Also Schiffe natürlich immer ausbessern. Ich mache meistens dann Bauauftrag für ein Schiff. Und wenn die Ereignisse halbwegs passen, ja, wir hatten jetzt ja, bewegte See schon mal, stürmische, aber gar nicht so viel tobende See. Wie gesagt, ist teilweise Glücksspiel natürlich. Bei Hanse die Expedition hat man ja diesen Wahrsager, wo man sich so ein bisschen orientieren kann. Den gibt es halt hier noch nicht. In der Expedition ist es halt auch mit den Aktien, da den eigenen Anteilen wichtiger, ist halt hier auch nicht. Von daher ist es eigentlich relativ einfach. Gut ist halt dann eben am Anfang auf Pelze zu gehen, später nochmal den Tran vielleicht mitnehmen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bleibt stabil, würde ich sagen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.